ein mächtiges 20-Uhr-Medium. Das ist sie ja heute gar nicht mehr. Also insofern, Tagesschau ist der Blockbuster. 11 Millionen Leute gucken, das ist das am meisten. Aber doch nicht mehr so wie früher. Das gar nicht. Die Macht um 8 besteht ja, und die Bräutigam besteht. Das ist der Blockbuster. Den habe ich auch zu Gast gehabt. Ja, aber nur zum Thema, ich verstehe, was du sagst, du hast doch recht. Wir alle waren in dem Wahnsinn, ich nie wirklich, aber ich habe es mir dann vorgemacht. Jetzt kommt das Internet und das ist alles ganz super. Aber das sind ja private Medien. Ich nenne sie Silicon Valley Medien. Und was wir im Moment ja haben, ist, dass du dann dir einen Strike einfährst, weil du in Deutschland etwas publizierst, wo das Facebook und YouTube sagen, das widerspricht den WHO-Regeln oder unseren Regeln. Wenn ich zum Beispiel einen Strike kassiere, weil ich ein Video veröffentliche, wo Ärzte sich unterhalten, und zwar kritisch zu Wissenschaft, dann kriege ich den ersten Strike, kann ich eine Woche nicht publizieren, aber ich bin das 2-3-stärkste Format. Spielt aber keine Rolle. Wo ist der Deutsche Journalistenverband? Abgetaucht. Okay, ich nenne das die neue Arisierung, die hier stattfindet. Okay, ich benutze das wirklich, ist genau das. Was weil es gibt keinen Aufstand. Dann bringe ich ein Interview, wo ich einen Anwalt, Heinze, interviewe, der auf der Straße von der Polizei massiv eingecasht wird und fragt, was war da los? Bekomme ich einen zweiten Zweig, 2 Wochen nicht publizieren wegen unangemessener Inhalte? Hey, das ist ein Rechtsanwalt. Ich kann keine Rechtsanwälte mehr publizieren und ich kann keine Ärzte mehr publizieren. Und das während der Corona-Krise, wo die Grundrechte weggekommen und die Gesundheit vorgeschoben wird. Und da macht sich keiner Sorgen drüber. Ja, was muss doch passieren? Ja, Moment. Ja, der Meinungskorridor ist extrem eingeschränkt. Wir reden hier von YouTube. Ja. Das ist ein spezielles Problem. Mir ist auch vor 3 Wochen ein Beitrag von YouTube gesperrt worden, wo ich die Querdenken-Demo kritisiert habe, weil ich nämlich die Instrumentalisierung von Kindern dort kritisiert habe. Da werden Kinder auf die Bühne gestellt, 9-jährige Mädchen, und die lesen irgendwas vor, was ihnen Erwachsene geschrieben haben. Ich bin nicht geimpft worden. Mama und Papa sind stolz auf mich und solche Dinge. Ganz, ganz furchtbar. Das ist gesperrt worden von YouTube. Wo ich mich frage, und ich weiß bis heute nicht, warum. Eine Frage an dich. Wie findest du, dass YouTube einfach für uns nicht mehr nachvollziehbar sagt, das kommt weg und dann kriegst du einen Strike oder gesperrt. Und bei uns auch Videos löscht, und wir haben unseren Kanal hier aufgenommen, damit wir keinen dritten Strike bekommen. Und sie löschen sogar Videos, die gar nicht online sind, weil sie ihnen nicht gefallen. Das muss ich mal einziehen. Ja, ja. Und jetzt muss man über Folgendes vorstellen. YouTube wäre russisch. Was wäre, da siehst du, so, da. Aber ist ja amerikanisch, ist cool. Nee, ist nicht cool. Okay? Und warum brauchen wir überhaupt YouTube als GZ-Gebührenzahler? Ja, ja, klar. Warum haben wir nicht doch eigene Kanäle? Aber ich glaube, so weit seid ihr gar nicht. Ja, also da bin ich ja dann der Meinung, klar. Ich hab einen Strike von Radio Bremen bekommen, einem öffentlich-rechtlichen Sender. Also bitte. Ja, was soll das? Also, Dirk, wo sind wir? Ja, es ist irre. Das ist Wahnsinn, ja. Aber das ist ein YouTube-Problem. YouTube wird zurzeit extrem schlecht gemanagt. Der Konzern weiß nicht, wo er hin will. Die, das ist doch nur deswegen, weil es so Image, groß ist. Und dieses Content, dieses Team spielt völlig verrückt. Ich habe die Chefetage von Google und YouTube doch beim Deutschlandfunk gehört, wie sie sich damit geprahlt haben, dass sie KenFM jetzt demoderieren. Ja. Was dieser Laden macht, ist das Letzte. Okay? Ja, aber das ist aber kein Problem unserer Gesetzgebung, unseres Staates. Das ist ein YouTube-Problem, das ganz viele haben, und nicht nur Leute, die in deiner Richtung argumentieren. Plattform, auch die so unpolitische groß wird, YouTuber werden gesperrt. Excel95, PewDiePie ist der zweitgrößte YouTuber der Welt, 107 Millionen Abonnenten hat der. Den haben sie geshadowbanned ein paar Wochen, weil er sich zur US-Wahl geäußert hat. Sind das deiner Meinung nach faschistoide Tendenzen? Nein. Wenn einige wenige private Player die letzte Möglichkeit für Andersdenkende blocken, wo soll ich mich denn sonst äußern? Du redest doch immer aus. Du redest doch, das wäre die faschistoide Tendenz, weil YouTube so handelt. Aber das hat aber nichts damit zu tun, du tust ja so, als wenn der Staat dahinter steckt und der Staat das alles veranlasst. Aber der Staat bezahlt Organisationen, die Geld dafür bekommen, dort die Leute Platz zu machen, weil er diese ganzen von Korrektivis mit Steuergeldern finanziert. Da gehe ich nicht mehr mit. Finanziert diese Organisation. Bei YouTube sind wir uns einig, da gehe ich nicht mehr mit. Holger kennt ganz kurz einmal nur die vierte These dazwischen, und dann machen wir genau an der Stelle weiter. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond, die Erde ist wieder eine Scheibe und Bill Gates will uns alle umbringen. Zum Thema Verschwörung bzw. zum Thema, wer steckt dahinter? YouTube. Da wollte ich eben auch, als wir da schon ein bisschen dann wieder weg waren, noch was sagen. Weil ist dein Kanal noch online? Ja, ich glaube ja. Ja. Hat auch einen Strike bekommen wegen eines Interviews mit Herrn Wodak. Ah ja. Der ist allerdings nach 5 Tagen wieder zurückgenommen worden. Deswegen lässt immer so ein bisschen das Damoklesschwert da drüber hängen. Also, weil wir uns eben über Bill Gates, und ich habe dich ja auch kritisiert dafür, über mehrere Fehler in diesem Video. Ich glaube aber letztendlich nicht, dass es nicht gut ist, sich zum Beispiel auf solche Figuren zu konzentrieren. Weil, wie wir eben auch gesagt haben, wir können das letztendlich nicht wirklich wissen, ja, mit einer gewissen Sicherheit, Gewissheit, da steckt der dahinter und so. Es gibt Indizien, und da gebe ich dir auch recht, und das ist auch bedenkenswert oder bedenklich, dass da eben jemand so viel Macht hat, der auch noch so viel Geld hat, so viel mediale Macht. Aber es ist, glaube ich, man kann, glaube ich, sehr viel auch in der Gesellschaft an einen Tisch bringen, wenn man das Verständnis dafür schärft, dass hier
Entwicklungen ablaufen, die rein aus einer Eigenlogik ablaufen, aus der Eigenlogik der Technik, der Industrie, sagen wir eben der Wirtschaft von mir aus, aber eben auch einer Technokratie, die wir gerade haben, eine wissenschaftliche, in Anführungsstrichen Technokratie, wo sich eben Politiker zurückziehen, auch aus Eigeninteresse, zu sagen, die Wissenschaft sagt das so, dann die Wissenschaftler, die dann dafür hergenommen werden, sagen, das Virus verlangt, wie Herr Drosten das sagt, das Virus verlangt, erzwingt einen Lockdown, und wir die Definition von Technokratie hier am Werk haben. Das, was technisch möglich ist, gibt dem Staat, den Regierenden, der Politik, aber auch der Gesellschaft vor, was gemacht wird. Eine Überwachung mit Drohnen ist möglich, dann setzen wir das doch ein bei einer Pandemiebekämpfung. Wir haben Tracking-Apps, die sind möglich, dann setzen wir das doch ein. Wir können die sogar personalisieren, vielleicht ist das ja sicherer, vielleicht lassen wir den Datenschutz jetzt ein bisschen lockerer, wie auch totale Julia Sicherheit für totale Freiheit. Ja, weil wir es können. Ne? Ja. Und wir können impfen, und wir können auch Impfungen an Immunitätsnachweise und an Identitätsnachweise binden, die mit unserer Identität fest verknüpft sind. Und das können wir binden an Einreisebestimmungen, Ausreisebestimmungen, ob man in den Laden kann, ob man überhaupt vielleicht wählen kann. Das sind Entwicklungen, die sich ja zeigen, wo niemand unbedingt dahinter stehen muss, ich weiß es nicht, aber die sich aus dieser Eigenlogik heraus ergeben. Die beschlossen werden, die aber eine solche Tragweite haben für die Demokratie, dass man sie vorher diskutieren möchte. Und da sind wir natürlich bei den Philosophen, die sich die Frage immer stellen müssen, muss der Mensch alles, was er kann, auch tun? Und wenn er zu wissenschaftsgläubig wird, ja, was auch eine Form der Religion ist, hatten wir in Deutschland ja schon mal, was wir tun müssen, damit wir alle überleben, weil da gibt es auch Parasiten, Schädlinge und Volksverräter. Da hat man alles gemacht, was technisch möglich war. Ja, tut es immer. Wir sind noch lange nicht am Ende, Gunnar. Wenn du überlegst, dass alle EU-Staaten sich jetzt verpflichten, ein Gesetz zu erlassen, das Verschlüsselung privater Nachrichten verbietet. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Und ich meine, wohin treibt das? Weil die Leute ganz genau wissen, dass von den Usern, vom Publikum nicht entsprechend viel Widerstand erwächst. Das ist völlig klar. Das heißt, sie können sich jetzt auf diesem Glatteis Corona erlauben, was sie wollen. Und es geht ganz berechenbar und garantiert in eine Richtung, die sowas von totalitäre Verhältnisse herstellen wird, wie wir uns das heute auch gar nicht vorstellen können. Frankreich will zum Beispiel gerade, glaube ich, das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten, das ist ein Gesetzesentwurf. Den die Leute annehmen, die gehen freiwillig hin in Schweden und lassen sich das Ding implantieren. So toll, bargeldlos zu bezahlen, da weiß jeder genau, was du kaufst, und wenn du dich mitspielst, stellt mir dein Konto ab, und wenn du dich mit dem triffst, dann gibt es Kontaktschuld, und um 9 Uhr, 21 Uhr in Paris gehen die Sirenen und weg vom Bistrotisch. Das ist die neue Normalität, damit habe ich überhaupt kein Problem. Es ist nur zu meiner Sicherheit. Wer bestimmt das? Und da sehe ich Figuren, die ich nicht gewählt habe, denen man zuhört. Ja? Ob ich Bill Gates nehme, wo ich eine Thank you for leadership Bill, das ist die klebrige Idee von Frau Ursula von der Leyen, oder auch Klaus Schwab. Wer ist dieser Mann? Den Club, den er da privat organisiert? Was geht da ab? Das ist jetzt nötig. Ich meine, wenn man Angst haben muss, dass die Polizei kommt, wenn man mehr als einen Gast in seiner eigenen Wohnung beherbergt, ich sag mal, haben wir uns das für 7, 8 Monate überhaupt vorstellen können, oder? Hast du dir das vorstellen können? Da würde ich aber gerne mal eine Frage stellen. Was, wenn ihr jetzt sozusagen die Regierung wärt, wie würdet ihr denn jetzt mit diesem Virus umgehen? Einfach alles laufen lassen? Oder was? Ich würde erstmal nicht nur eine wissenschaftliche Meinung einholen, sondern ich würde unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen einholen, die es ja gibt, und würde sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Ich würde mir die Statistik angucken und sagen, wir haben es Länder gemacht, die keinen Lockdown hatten, wie zum Beispiel Schweden, die genauso gefahren. Wir fahren das Programm jetzt langsam wieder hoch, weil wir ruinieren ja erst den Mittelstand. Das würde ich machen. Und ich würde einräumen, was Politik ganz selten macht. Wir haben überreagiert, wir wollten euch alle schützen, wir haben Fehler gemacht, und das legen wir jetzt offen. Ich würde Transparenz schaffen. Ich glaube, die Kollateralschäden, das muss auch mit auf den Tisch. Also aber die Politik muss ja Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen will, von denjenigen lernen wollen, die sich in vorherigen Krisen bewährt haben, die eine gewisse Erfolgsbilanz haben. Und dann würde ich zum Beispiel einen Bagdi oder einen Wodak fragen, weil die bei Vogelgrippe und Schweinegrippe gewisse Erfolgsbilanz, weil es sich herausgestellt hat, im Gegensatz zu einem Drosten, dann würde ich die zumindest mit einbeziehen. Und dann würde ich die Frage stellen, wie ich schon wieder dazu kommen konnte, weil es nämlich immer noch dieselben Strukturen sind. Huch, das ist genau wie mit dem Finanzsystem. Haben wir irgendwas daraus gelernt? Nee. Wie kann das sein?
Transparenz würde ich schaffen. Und dann, wir haben ja heute mit, haben es ja heute mit gesichtslosen Bürokratien zu tun. Das sind die Banken, das, da würde ich das den Personen zuordnen. Dann müssen nämlich Leute auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und da bin ich übrigens auch enttäuscht von der Justiz. So läuft das nicht. Ja. Okay? Also wenn eine Regierung den Mut hätte, also die Courage hätte zu sagen, Leute, es tut uns wirklich leid, wir haben uns geirrt, weil am Anfang nicht absehbar war, wie stark diese Pandemie wirklich wird. Es wurde ja aber sogar wir schon fahren gesagt. Das jetzt zurück. Die Herr Leute Spahn würden es ihm verzeihen. Ja, ja, ja. Und aber es wird, also Herr Spahn sagt, mit dem Wissen von heute hätten wir das alles nicht machen müssen. Und ein paar Wochen später kommt der genau nächste Lockdown. Ja, weil das zu einem Zeitpunkt war, wo man noch nicht genau wusste, mit was man es zu tun hat bei diesem Virus. Das kann man doch zugeben. Das würde jeder verstehen. Ja. Argentinien ist raus aus dem Lockdown. Die haben gesagt, wenn es anders gekommen wäre, was ja aus der damaligen Sicht hätte sein können, dass das wirklich die Leute massenhaft dahin raus. Deshalb ja, man wusste ja nicht, was aber woran liegt es? Also ich habe gerade aus der Regie einen Hinweis bekommen. Ich kann vielleicht noch mal kurz nach der Quelle fragen, ob ihr mir das noch mal sagen könnt. Können, dass die Intensivbetten von 35.000 auf 25.000 reduziert wurden. Ja. Das Lustige ist, wenn ich kurz sagen darf, dass wir im Januar ein umgekehrtes Verhältnis hatten, ja, dass nämlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, das habe ich auch mal in einem Beitrag gezeigt, ja, die Gegenteiligen waren die Verschwörungstheoretiker, also diejenigen, die das Virus quasi schlimmer gemacht haben, als es war. Ja, aber es gab von Seiten der Alternativen auch wiederum welche, die gesagt haben, Leute, passt auf, das ist ein ganz, ganz schlimmes Virus, die Regierung belügt euch, da kommt was ganz Schlimmes auf uns zu. Das gab es genauso. Ich erwarte und dann hat es sich irgendwann umgedreht. Ja, ich erwarte aber von einem Politiker, dass er nicht nur Mediziner anhört und Statistiker und sagt, hat das denn weitreichende Folgen für alle Gesellschafts-, für die gesamte Gesellschaft? Und das hat er nicht getan, sondern nur, also wir haben da viele Leute, die uns recht geben, dass wir so machen müssen. Das ist immer, hat das was mit Impfen zu tun oder mit Tracking-Industrie. Aber was ist denn eigentlich mit den anderen? Gibt es die auch noch? Wo sind denn die anderen eigentlich am Tisch? Wo sind denn die Lehrer am Tisch? Wo sind die Kindererzieher am Tisch? Wo sind die Psychologen am Tisch? Wo sind die, wo die sagen, die haben auch häusliche Gewalt oder Leute, die in Alkohol verfallen, die jetzt gar nicht mehr raus können, die Rückfälle. Gibt es die auch noch, diese Bürger? Nee, es gibt nur noch Leute, die sagen, also was die Impfindustrie sagt, ist absolut richtig, ich habe da übrigens Aktien. Und die Tracking-Industrie vertreten, sagen auch, das läuft super wie geschnitten Brot. Siehst du, und das ist genau der Punkt. Dass wir nicht alle an einen Tisch bringen, zeigt uns, dass wir zwar so ein demokratisches Parlament haben, aber leider gibt es immer nur einen immer schmaleren Grat. Und deswegen, wir können ja auch erkennen, und das ist doch neu, wir haben keine Opposition. Die schlauste Rede neulich im Bundestag hat hier der Chef von der AfD gehalten. Ich weiß. Und das ist nicht mein Kumpel. Ja? Nee. Aber wo sind denn die Linken? Ja, wo sind denn die Wagenknechts? Wo sind die denn alle? Also der glückliche Umstand in diesem Fall ist ja, dass man die Leute, die das alles zu verantworten haben, die Zerstörung des Mittelstandes und so weiter und so fort, dass man die wirklich benennen kann. Das ist Angelika Merkel, Spahn. Ja. Und ihr Gruselkabinett. Das Parlament ist ausgeschaltet. In dieser sogenannten Demokratie hat man das Parlament lahmgelegt. Es hat sich und selbst es wehrt sich nicht einmal dagegen. Ja. Und es geht ja in dieser These um Verschwörungen, Weltverschwörungen. Also Holger, ich frage einfach nur, macht es dich jetzt grundsätzlich nicht skeptisch, dass wir einen Gesundheitsminister haben, der Banker vorher war, der vorher Pharmalobbyist war? Also ist das nicht was? Also ich habe das Gefühl, das ist in der Politik nichts Unnormales. Übrigens, wenn Herr Lauterbach Gesundheitsminister wäre, der wohl deutlich eher vom Fach ist, der wäre der Lockdown ja viel härter. Ja. Also es ist ja Quatsch zu behaupten, jemand, der vom Fach es hätte jetzt sozusagen keinen Lockdown verhängt. Das Gegenteil ist ja offensichtlich der Fall. Also das ist ja immer, das ist, kommt ja mal drauf an, ein Minister ist doch nur derjenige, der das sagt, was ihm seine Leute unter ihm zuflüstern. Das ist in der Politik immer so. Das halte ich für kein Argument. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man, sobald man eine wirklich kritische Frage stellt, das sofort umgewandelt wird in Verschwörungstheorie. Also es wird dem nicht sachlich begegnet, sondern du kriegst sofort diesen Stempel, damit man quasi an der Stelle nicht weiterspricht. Wenn es sich nur um eine kritische Frage handelt, gebe ich dir recht, dann geht das natürlich nicht. Nee. Aber wenn man, so wie er eben sagt, was alles dahinter steckt und wer dahinter steckt und wie und was, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, sorry, das geht mir zu weit. Geld verdienen ist ein starkes Motiv und da muss man sich einfach nur mal die Pharmalobby selber, da muss man zuhören, im Manager-Magazin für die glorreiche Geschichte. Der Staat pumpt jetzt unheimlich viel Steuergelder rein und die Patente, die dabei rauskommen, landen bei Ihnen. Das Geld muss ja irgendwo verdient werden, weil Kriege finden ja groß im Moment keine mehr statt. Aber nur zu einem zurück. Die aktuelle Situation wird doch damit begründet, dass der PCR-Test aus jedem, wo er ausschlägt, einen Infizierten macht. Und jetzt hat der Senat bestätigt, dass der das nicht kann. Das müsste doch eigentlich reichen. Alarm, das hat aber nur die Berliner Zeitung gebracht. Einen Blick mal, das stimmt gar nicht. Oh,
und jetzt wir machen aber weiter. Okay, und das nochmal, das stimmt nicht.